Hi, wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Lisa von Parfori und hier dreht sich alles rund um die Welt der Nischendüfte. Wir hatten uns vor kurzer Zeit einen ersten Teil der wundervollen Düfte der Marke Inuit Nomad gemeinsam angeschaut und ich hatte in dem Video gefragt, was ich euch übrigens gleich mal verlinke, ob ihr denn auch Interesse habt, dass wir uns den zweiten Teil der Düfte anschauen und ihr wart euch einig. Wollen wir. Insofern habe ich euch versprochen, dass ich in dem Fall einen zweiten Teil der Düfte mitbringe und das mache ich heute. In dem letzten Video haben wir uns Düfte angeschaut, die Montauk oder auch Bali gewidmet waren. Heute, so viel schon mal vorab, habe ich auch ganz tolle Reiseziele mit dabei, denn die Besonderheit der Marke ist ja, dass sie ihre Düfte bestimmten Orten oder auch Ländern widmen und eben diese Eindrücke oder auch die Inspiration, die sie auf diesen Reisen gesammelt haben, in die Düfte eben umsetzen. Ich persönlich finde, es ist ein super spannender Ansatz, weil dort einfach auch die persönlichen Eindrücke und Erfahrungen der Parfümeure umgesetzt werden. Das erste Reiseziel, wo wir uns hinbewegen werden, ist der Oman. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sind die Düfte so ein bisschen orientalisch angehaucht. Wir haben Duftkomponenten drin, die eben auch typisch für das Land sind. Und ich finde die Düfte allesamt wirklich, wirklich spannend. Ich möchte euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem allerersten Duft. Und das ist der Jardin de Misfar von Inuit Nomad. Und wir haben hier den ganz normalen Standard-Flakon in Anführungsstrichen. Die sind ja sehr minimalistisch gehalten. Der einzigste Unterschied bei der Kollektion ist, dass wir eben ein grünes Label drauf haben. Daran erkennt ihr auch immer an der Farbe, in welcher Kollektion ihr euch gerade befindet. Der Duft ist tatsächlich einem Dorf, dem Dorf Misfar al-Alprien. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Korrigiert mich gerne, wenn es nicht der Fall ist. Auf jeden Fall ist es diesem Dorf gewidmet, das gesäumt ist von Blütengärten und von Palmengärten. Und ich habe mir tatsächlich mal Bilder davon angeschaut auf Google und ich muss sagen, boah, das ist schon ein bisschen so wie 1001 Nacht. Wunderschön. Also schaut gerne mal nach, wie es dort aussieht. Es ist echt super schön, total idyllisch. Ja, man fühlt sich wie in so einer kleinen verzauberten Welt. Und das soll quasi dieser Duft widerspiegeln. Und ich finde, das gelingt ihm eigentlich ganz gut. Allein schon von dem, was in dem Duft drin ist. Wir haben hier Dattel, Rose, Mandel, Safran, Kardamom, Muskat. Das hört sich schon wirklich orientalisch an. Lasst uns mal gemeinsam dran schnuppern, wie das sich so entwickelt. Ja, wir haben hier schon von Beginn an eine schöne Süße. Also die Dattel kommt schon von Beginn, finde ich, raus. Die wird aber ganz toll ergänzt durch diese Gewürze eben, durch Kardamom, durch Muskat. Das heißt, es fängt süß an. Wir haben eben diese Gewürze nochmal mit drin. Und ich muss sagen, von Beginn an finde ich nicht, dass die Blume so wahnsinnig im Vordergrund ist. Die kommt aber definitiv im Duftverlauf schon noch mal mit raus. Wir haben also eine schöne zarte Rose im Duftverlauf. Ja, die schiebt sich schön mit rein, die wird aber nie total im Vordergrund stehen. Ich finde tatsächlich, was in diesem Duft dominiert, ist diese wirklich süße, sehr reife Dattel. Das hat auch so ein bisschen was Honigartiges, das heißt, es ist schon wirklich ein süßer Duft. Der startet auch wirklich sehr intensiv. Ich muss allerdings sagen, ich finde, dass diese Intensität relativ schnell so abnimmt. Wir haben hier eine mittlere Silage, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht total übertrieben. Dadurch wird der Duft aber auch ein bisschen alltagstauglicher. Und was auch schön ist, das glaube ich zumindest wahrzunehmen, ist so eine kleine, kleine bittere Note. Ich finde, die verschwindet aber mit der Zeit. Und ich denke mal, dass es vielleicht aus der Mandel kommen könnte. Die Mandeln haben für mich immer so eine ganz kleine Bitterkeit nochmal mit drin. Der Duft bleibt aber auf jeden Fall süß, bleibt schön würzig. Und weil er eben so süß ist, würde ich jetzt mal sagen, der hat schon eine leichte feminine Tendenz. Das ist wirklich ein Duft, der für Frauen geeignet ist, die auch auf süße Düfte stehen. Ich finde, das ist schon wirklich ein schöner, schöner Auftakt mit dem Jardin de Misfar. Ist einfach ja, von den Duftkomponenten schon so ein bisschen orientalisch angehaucht mit dieser schönen Dattel, die einfach auch im Fokus bei dem Duft steht. Während beim ersten Duft eine schöne, süße Dattel im Fokus steht, haben wir beim zweiten Duft, den ich dabei habe, eine ganz tolle schwarze Pflaume im Fokus. Und zwar ist es der Ambre Kanjar von Inuit Nomad. Und auch hier hat sich die Marke natürlich was dabei gedacht, denn ein Kanjar ist ein traditionsreicher Dolch, der quasi immer noch an festlichen Anlässen zu der Kleidung der Männer gehört. Das heißt, dieser Duft ist quasi eine Hommage an die Tradition und eben an diesen Dolch.
Ich finde, die Marke macht da schon immer schöne Geschichten auf mit ihren Düften. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ist das ein Duft, wo quasi die schwarze Pflaume auf jeden Fall im Fokus steht und einen großen Auftritt mitbringt. Ich finde aber tatsächlich, dass der Duft echt eigentlich eine gewisse Komplexität mitbringt, weil wir haben nicht nur diese dunkle Pflaume, die wirklich eine wahnsinnige Süße damit reingibt, sondern der Duft ist würzig, der ist auch orientalisch und eben süß durch diese Pflaume. Und wir haben am Anfang tatsächlich auch eine Mandarine drin, die aber nicht im Fokus steht. Das ist schon, finde ich, so ein orientalischer Duft, der einen sofort in diese wunderschöne Welt mit abtauchen lässt. Ja, wir haben wirklich sofort diese wunderschöne schwarze Pflaume. Die ist so reif, die ist richtig, ja, wie so eine Trockenfrucht, weil sie einfach auch richtig, richtig süß ist, finde ich. Die Mandarine gibt jetzt keine zitrische Note mit rein, aber ich finde, die wiegt diese Süße, die aus der Pflaume rausgibt oder rauskommt, ganz gut ab. Also die Mandarine gibt so einen leichten, nochmal fruchtigen, ein bisschen leichteren Touch nochmal mit rein. Die steht aber auf keinen Fall im Fokus und die kommt auch jetzt nicht total präsent raus. Wir bekommen in den Duft ganz schnell diese orientalische Würzigkeit mit rein. Der Duft wird harzig. Ja, der wird wirklich auch ein bisschen rauchig. Also er hat so einen leicht rauchigen Touch. Und diese Kombination aus dieser süßen Frucht, dieses Rauchige, dieses Harzige, das ist für mich wirklich so ein orientalischer Duft pur. Was total schön ist, wir haben hier Iris und die Lange Lang noch mit drin. Die haben keinen prominenten Auftritt. Aber manchmal kommt da so eine kleine, schöne, florale Note doch nochmal mit raus. Ich finde, der Duft ist wirklich schön komponiert. Auf jeden Fall süß, orientalisch, rauchig, harzig. Und ich finde, gerade diese Kombination macht ihn zu einem wahnsinnig guten Unisex-Duft. Also ich finde, der kann sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden, weil er eben auch diese Süße mit drinnen hat. Oftmals sind so reine, Leder, rauchige Düfte ja für Frauen vielleicht so ein bisschen zu maskulin angehaucht. Der, finde ich, ist super auch von Frauen mitzutragen. Rein von der Duftkomposition her würde ich jetzt sagen, tendenziell ist das ein Duft für die etwas kälteren Jahreszeiten, Herbst, Winter, weil er doch eben durch diese Süße eine gewisse Schwere auch mit drin hat und dieses Rauchige auch vielleicht eher in die etwas kälteren Jahreszeiten passt. Ist aber natürlich Geschmackssache. Also am besten dann tragen, wenn du Lust drauf hast. Das ist ja eh immer das Wichtigste. Während uns der Ombre Kanjar ja wirklich in diese orientalische Welt entführt hat, geht der nächste Duft in eine etwas andere Richtung und er ist aber nicht minder schön. Und wenn du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, dann weißt du jetzt, dass einer meiner All-Time-Favorite-Düfte kommt. Und es ist mir schon fast richtig unangenehm, über den Duft nochmal zu sprechen, weil ich glaube, jedes Mal so ein kleines Liebesgedicht an diesen Duft hier verfasse. Ich liebe ihn. Zufällig ist er auch in der Kollektion von Nuit Nomade dabei und es ist kein geringerer als der Sun Bleached. Ein so, so schöner Duft und ich finde tatsächlich auch die Story dahinter wahnsinnig spannend, denn der Duft ist der Stadt Muscat gewidmet, der Weißen Stadt, so wird sie auch genannt und die Marke macht dir halt ein schönes, schönes Bild auf, diese weiße Stadt bei Sonnenaufgang, wir haben hier Menschen, die in langen weißen Kleidern durch die Stadt gehen, es wird immer heißer und dann kommt dieser Duft und ich finde, da passt er wahnsinnig gut hin. Wir haben am Anfang eine schöne Bergamotte. Wir haben ja aber auch unterschiedliche Gewürze mit drin, zum Beispiel Kardamom. In einem meiner letzten Videos habe ich es aber schon angekündigt gehabt. Für mich spielen bei diesem Duft nicht die einzelnen Duftkomponenten so in einem Einzelkampf. Ne? Ich finde, der Duft wirkt als Gesamtes und für mich ist das wirklich ein absolut heller Duft. Tolle, gute Laune versprüht der. Der hat einen cleanen, seifigen Charakter für mich. Er erinnert mich total an, ja, an eine schöne Sonnencreme, die sich schön auf die Haut drauflegt. Also ich muss sagen, bei dem Duft ist es einfach der Gesamteindruck, der für mich diesen Duft einfach so besonders macht und ja, der es mir einfach ermöglicht hat, den so schnell irgendwie ins Herz zu schließen. Der Duft wird im Verlauf einfach schön cremig, zart, sehr, sehr fein. Der umhüllt einen richtig schön mit so einem Schleier. Wir haben hier Leinenakkord auch drin und ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Ich musste an frische Wäsche denken, sonnengetrocknet. Einfach wirklich ein Duft, mit dem man sich den ganzen Tag pudelwohl fühlt. Für mich ist das auch ein Duft,
den kann man wirklich das ganze Jahr tragen. Vielleicht würde der oder die eine oder andere sagen, naja, ist vielleicht ein Duft, der dann irgendwie eher, wenn er so cremig und anschmiegsam ist, vielleicht irgendwie in die kältere Jahreszeit passt, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, den kann man wirklich ganzjährig tragen. Der ist so ein bisschen hautnah, der hat jetzt keine Monster-Silage, das finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist wirklich ein Duft, mit dem fühlt man sich selbst einfach pudelwohl, wenn man den aufträgt. Den trägt man auch so ein bisschen für sich. Und Haltbarkeit ist okay, also ist Mittelmaß, würde ich jetzt mal sagen, bei dem Duft. Ich finde, der ist einfach sehr besonders und vor allem auch in der Reihe der Düfte, die dem Oman gewidmet sind, ist das so ein Duft, der einfach so aus dem Raster rausfällt, weil er hat jetzt für mich nicht diesen typischen orientalischen Touch. Aber wenn man eben die Story dahinter kennt, macht das alles schon wieder viel mehr Sinn. Wir reisen weiter vom Oman nach Kapstadt, nach Südafrika. Und der nächste Duft hat auf jeden Fall auch eine wunderschöne Geschichte dahinter. Und zwar ist das der Klicksong. Und hier seht ihr, dass bei dieser Kollektion das Label lila ist. Das ist auch tatsächlich bisher, soweit ich weiß, der einzigste Duft in dieser Kollektion, was ihn aber nicht minder schön macht. Und der Klicksong ist einer ganz besonderen Frau gewidmet, und zwar Miriam Makeba. Miriam Makeba ist eine afrikanische Frau, die eben den Klicksong veröffentlicht hat. Das ist so ein traditionsreiches Lied, das auch bei Hochzeiten zum Beispiel gespielt wird. Und sie hat sich eben eingesetzt in den Freiheitskämpfen und ist eben für das Volk eingestanden. Insofern finde ich es schön, dass dann eine Hommage an diese Frau hier mit dem Duft Klicksong auf jeden Fall gemacht wurde. Und lasst uns auch mal an dem gemeinsam dran riechen. Wir haben von Beginn an neben einer schönen, zarten Bergamotte, wie so viele Düfte in der Kopfnote eben haben, gleich schon auf jeden Fall Blüten, die rauskommen. Also wir haben hier Rosengeranie mit drin. Der ist schon blumig, der wird aber sofort auch so ein bisschen würzig. Also wir haben hier auch eine gewisse Würzigkeit mit drin, was sich in der Kombination eben mit dieser Rosengeranie, und wir haben auch türkische Rose mit drin, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz toll funktioniert und auch einen schönen Vibe mit reingibt, weil es dann einfach nicht so ein klassischer Blumenduft ist. Der Duft startet echt intensiv, ich finde aber, der kommt relativ schnell ins Gleichgewicht und wir haben eine schöne Ausgewogenheit zwischen diesen Blumen, zwischen der Würzigkeit und dann kommt eine schöne holzige Note nochmal mit rein. Ich finde tatsächlich auch, dass der Duft so ein bisschen an Cremigkeit gewinnt, vielleicht die Kombination aus Ambra, dann haben wir Patchouli nochmal mit drin und wir bekommen auch eine schöne kleine Vanille mit rein. Die rundet es ab, gibt nochmal eine vanillige Süße mit rein, ohne im Fokus zu stehen. Also ich muss sagen, obwohl er am Anfang intensiv ist und dann relativ schnell sich so ein bisschen setzt, wäre er mir jetzt zum Beispiel für die Arbeit ein bisschen zu intensiv. Ich finde, der passt perfekt so in die Freizeit oder auch wenn man irgendwie zu einem besonderen Anlass geht. Durch die vielen Blumen würde ich jetzt mal sagen, ja, es ist tendenziell doch schon eher ein Frauenduft, aber das muss natürlich jeder für sich selbst nochmal beurteilen. Wir haben hier auf jeden Fall eine Würzigkeit mit drin, weswegen Männer auch sagen könnten, ja, könnte für mich auch funktionieren. Tendenziell würde ich jetzt aber sagen, der ist schon eher feminin. Für den Hochsommer wäre er mir persönlich jetzt ein bisschen zu intensiv. Eher Winter, Herbst oder auch noch Frühling, da kann der easy funktionieren. Ist auf jeden Fall auch wirklich ein schöner Duft, eben Blumen untersetzt mit Würzigkeit, eben mit dieser schönen holzigen leichten Note da nochmal mit drin. Schon sehr interessant, also der Klicksong ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Ich hoffe, dass dir auch der zweite Teil der Düfte von Inuit Nomad gut gefallen hat. Das sind ja tatsächlich noch nicht alle Düfte, die die Marke auch am Markt hat. Zu uns ins Sortiment, kleiner Spoiler vorweg, kommen demnächst auch zwei neue Düfte. Ich informiere euch dann natürlich zu gegebener Zeit darüber, denn bei der Marke lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschnuppern. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video mit dabei bist. Kommentier doch gerne mal unter das Video, wie du die Düfte findest. Und ich freue mich, wenn du unseren Channel abonnierst. Aktiviere am besten gleich die Glocke, um dann eben kein neues Video mehr zu verpassen. Mach's gut, bis bald. Ciao.